men who founded the STIRP team and was, oh boy, I don't know why that happened, sorry. There we go. They used this instrument, and this instrument revealed those 3D properties for the first time using a scientific instrument. Erst 1976 hat man dann diesen VP8-Analyzer benutzen können, um diese 3D-Abdrücke oder diese 3D-Bilder herzustellen von Tuch. And this demonstrated that the three-dimensional properties that had been proposed to be in the shroud were actually there, and this scientific instrument verified that. Mit diesem Instrument konnte also schließlich bewiesen werden, dass die 3D-Informationen, die man immer im Tuch vermutet hat, tatsächlich da waren. And you can see that the instrument revealed the natural relief of a human form, which normal photography does not do. Und an dieses Instrument konnte also ein Relief gezeigt werden, das bisher nicht gezeigt worden war, nur aufgrund von Fotografie. And here's an example of a normal photograph, and you can see that we do not get the natural relief of a human form. Hier ist eine Fotografie, und hätte man diese mit diesem Instrument, mit diesem VP8-Instrument analysiert, dann sieht man, dass es nicht eine natürliche menschliche Form dargestellt hätte. And when these researchers saw these results, they decided to put together a team and see if we could get permission to come to Turin and examine the shroud to determine how the image was formed. Als die Wissenschaftler also das Resultat gesehen haben von dieser Analyse, entschieden sie sich dazu, ein Team aus Forschern zusammenzustellen und es nach Turin zu schicken, um das Grabtuch zu untersuchen. Now we can also show that that information is there using other means, in this case, a photographic technique called edge enhancement. Auch mit anderen Methoden, in diesem Fall eine fotografische Methode, Edge Enhancement, wie es da unten steht, auch mit dieser Methode konnte dieses 3D-Relief erstellt werden. Because photography has a broader range of detail, the photographically reproduced image that shows this, you can see, shows much more detail than the screen of the VP8. Da mit Fotografie sehr viel mehr Details dargestellt werden können, sieht man ja auch sehr viel mehr Details als auf den Bildern, die durch diese VP8-Maschine produziert wurden. And of course, we live in a digital age, so we can now reveal the same property of the shroud using digital technology. Wenn wir nun im digitalen Zeitalter leben, können wir das auch mit digitalen Möglichkeiten darstellen, dieses 3D. So, our team was formed and people were asked to join the team that had specialties in disciplines for the non-destructive testing that we intended to do. So, da hat man ein Team zusammengestellt aus Mitgliedern verschiedenster Disziplinen und ihnen wurde aufgetragen, dieses Grabtuch möglichst wenig invasiv zu untersuchen. Our primary goal was to determine what the image was made of. Is it a painting, a sketch, or a photograph? And those were all theories that were proposed at that time. Unser Hauptziel war es, eigentlich herauszufinden, wie das Bild entstanden ist. War es eine Fotografie? War es ein Gemälde? War es durch eine Verbrennung entstanden? Das war unser Hauptziel. We spent 17 months planning, writing a test plan, a very detailed plan, and submitted it to King Umberto, the owner of the shroud, for his permission. Wir haben 17 Monate lang geplant, haben einen sehr detaillierten Plan vorgelegt, und zwar dem König Umberto, dem das Gut damals gehört. After 17 months of planning, our team, which worked in small groups around the U.S., came together for the first time for what we called the dry run, which was a test to make sure everything worked.
Nach diesen 17 Monaten sind dann die Forscher, die überall in den USA forschen, zum ersten Mal zusammengekommen und haben einen Dry Run gemacht. Das heißt einen Probelauf. And here you can see the special table that we designed and had built that would support the shroud using magnets around the edges so we would cause no harm to the cloth. Und hier sieht man den speziellen Tisch, den wir extra angefertigt hatten, um darauf das Grabtuch abzulegen, mit Hilfe von Magneten festzumachen, damit wir es nicht beschädigen würden. After the dry run, we packed up all of our equipment into 80 wooden crates and shipped it to Turin. Nach dem Probelauf haben wir alles Material zusammengepackt und in 80 Holzkisten nach Turin verschifft. And of course, you can see here the Cathedral of St. John the Baptist, the chapel, Guarini Chapel, and the Royal Palace, where we examined the shroud. Und hier sehen Sie den Dom von Turin, die Guarini-Kapelle sowie den Palast, den königlichen Palast, wo wir die Untersuchungen durchgeführt haben. And the shroud was on public display at that point in time to commemorate the 400th anniversary of it being in Turin. Zu der Zeit damals war das Grabtuch öffentlich ausgestellt, um das 400-jährige Ausstellung, also die 400 Jahre der Ausstellung des Grabtuchs zu feiern in Turin. This is the first time in over 30 years that the public was given an opportunity to see the shroud. And if you look in this area of the photograph closer, you can see over 100,000 people waiting in the queue to see the shroud. Es war das erste Mal in 30 Jahren, dass es den Menschen möglich war, das Tuch selbst zu sehen, was zu riesigen Menschenmengen führte. Hier sieht man über 100,000 Menschen anstehen. Unfortunately, the first news we got once we arrived in Turin was that Italian customs had seized all of our equipment and were not going to release it to us. Leider haben wir als allererstes, als wir in Turin angekommen sind, vernommen, dass unser ganzes Material in Zoll hängen geblieben war. And we had arrived in Turin 1 week before the end of the public exhibition, so we could unpack our equipment and calibrate the instruments and get everything ready to examine the shroud. Und das, nachdem wir extra eine Woche vor dem Ende der öffentlichen Ausstellung angereist waren, um das ganze Material vorzubereiten, aufzustellen und zu kalibrieren. It took over 5 days, but eventually the customs people released our equipment only 1.5 days before we were to examine the shroud. Es hat die Vorbereitung 5 Tage gedauert, mehr als 5 Tage, und schließlich haben die Zollbehörden dann unser Material freigegeben. Gerade mal 1.5 Tage, bevor wir mit der Forschung beginnen konnten. And because we had time, because we didn't have our instruments, we were able to go to the Shroud Museum. And in this photograph, I'm standing next to the camera of Secundo Pia, who made the first photos of the Shroud. Weil wir unsere Instrumente aber noch nicht hatten, weil sie in den Zoll waren, hatten wir Zeit, ins Museum zu gehen, wo das Grabtuch ausgestellt war. Und hier sieht man mich neben der Kamera des ersten Mannes, der Fotos von dem Grabtuch hatte machen können. I used to tell people to look at the differences in technology between the camera, the Nikon camera I had, and the camera Secundo Pia used. Ich sagte den Leuten, die Leute sollen sich mal die Unterschiede ansehen zwischen meiner Nikon-Kamera und der Kamera, die damals benutzt worden war. But today both cameras are equally obsolete because they both use film. Aber heutzutage sind beide Kameras völlig obsolet, weil sie beide Film brauchen. After 5.5 days, they finally released our equipment and put it onto a dump truck. Nachdem sie unser Material endlich freigegeben hatten, nach mehr als 5 Tagen, wurde es so bei uns mit diesem Lastwagen angeliefert. This is in the courtyard of the Royal Palace, and I was afraid he was going to dump all of our instruments out.
Das war im Hof des königlichen Palastes und ich hatte Angst, dass sie das Material einfach so runterwerfen würden vom Lastwagen. And someone went to the driver and said, no, don't dump out the equipment. And the driver said, no, you unload the truck. Ich ging dann zum Fahrer und sagte, werft das Lot nicht einfach so runter. Und der Fahrer sagte dann aber, nein, nein, ihr werdet das schön abladen. So we had to unpack our equipment, carry it up two flights of steps in the royal palace into the room where we would examine the shroud. Wir mussten also alles runterladen und dann zwei Treppen hochtragen in den Raum im Palast, wo wir die Untersuchungen anstellen würden. And here you can see our team assembled in front of the table that we used, or that had we had designed, that would hold the shroud by magnets. Hier sieht man uns vor dem Tisch, also das ganze Team vor dem Tisch, den wir extra designt hatten, um das Tuch dann darauf mit Magneten aufzuspannen. And here you can see me peeking around the end of the table making photographs. Und ich schaue da frech hinter dem Tisch hervor und mache meine Fotos. The table was specially designed that had removable panels so that we could do x-rays of the shroud, which of course you cannot do through steel. Der Tisch bestand aus Einzelteilen, die man entfernen konnte, so dass es uns möglich war, Röntgenaufnahmen zu machen, die andernfalls nicht möglich gewesen wären. And about 1.5 hours early, someone said, here comes the shroud, and I'll show you that in a moment. Nur gerade 1.5 Stunden, bevor dieses Foto eben entstand, sagte jemand, gleich kommt jetzt das Tuch herein. And here you see some of the equipment being set up in preparation for the examination. Und hier sieht man noch einige Vorbereitungen des Equipments, damit wir dann die Forschung betreiben konnten. This is Vern Miller and Ernie Brooks, two members of the photographic team, unpacking their equipment. Vern Miller und Ernie Brooks, zwei Teammitglieder des fotografischen Teams, die ihre Sachen auspacken. In this room, we called the equipment maintenance room, but it was actually used as a bedroom for visiting royalty when the palace was still being used as a palace. In diesem Raum haben wir unsere Sachen aufbewahrt. Wir nannten es den Equipment- und Unterhaltsraum, aber früher, als der Palast noch den ursprünglichen Zweck hatte, wurden hier Besucher empfangen und sie konnten hier übernachten. You can also see some garden hoses that are being run through this room because we had one instrument that needed to be water cooled. Man sieht hier auch Schläuche, Gartenschläuche, die durch den ganzen Raum verliefen, weil es Instrumente gab, die mit Wasser gekühlt werden mussten. Remember, this was 1978, before solid-state electronics. Das war noch 1978, bevor es die solid-state electronics gab. We had to run out and purchase many garden hoses because the nearest water supply was a bathroom at the end of the hallway to my left. Wir mussten rauslaufen und ganz viele Gartenschläuche kaufen, denn die nächste Wasserversorgungsquelle von diesem Raum war irgendwo den Gang runter auf meiner linken Seite in einem Bad. Notice also the parquet wooden floors that were 400 years old and moved when we walked on them. Man sieht hier auch den Parkettboden, der war 400 Jahre alt und hat sich jeweils bewegt, wenn wir darauf herumgingen. And here you can see in the room where we examine the shroud, those hoses are coming through the doorway so that we could keep our instruments cool. Und hier sieht man nochmals die Schläuche, wie sie in den Raum reinlaufen, wo wir das Tuch untersucht haben, damit wir eben die Instrumente kühlen konnten. And here, some of the team members, the photographic team members, are setting up the camera on a camera support system. Und hier stellen die Fotografen oder die Gruppenmitglieder der fotografischen Gruppe die Kameras auf ein extra dafür entwickeltes Gerüst auf.
because of the length of the shroud, we could not photograph the entire cloth. We had to photograph it in sections, and this kept the distance between the camera and the shroud equal at both ends. Aufgrund der Länge des Grabtuchs mussten wir das Tuch in unterschiedlichen, in einzelnen Sektoren fotografieren. Und mit diesem Gerüst wurde sichergestellt, dass der Abstand zwischen Tuch und Kamera stets derselbe war. And remember, we had to think of all this in advance and have it made and fabricated and shipped because we were going to be thousands of miles away. Und dann sieht man, dass wir das alles im Vorfeld organisieren und herstellen lassen mussten und dann nach Italien verschiffen lassen mussten, weil wir ja eben 4 Kilometer weit weg waren. I think this demonstrates the quality of the scientists on the team who had to think of every possibility and be prepared for it before we ever left for Turin. Ich denke, das zeigt sehr gut, welche hohe Qualität die Forscher, die Arbeiten hatten, wenn man sieht, wie viel vorbereitet und wie präzise vorbereitet werden musste, bevor wir überhaupt nach Turin fuhren. And about an hour and a half earlier than scheduled, someone yelled, "Here comes the shroud." And you can see the shroud being brought from the Guarini Chapel into the rooms where we examined it. Und etwa eineinhalb Stunden, bevor es eigentlich hätte einsetzen sollen, rief uns jemand zu, jetzt kommt das Grabtuch. Und dann wurde es schon von der Guarini-Kapelle hereingetragen. And if you look in the back on our table, you can see that the panels have now been covered with gold foil mylar. Und auf der Rückseite des der Wand oder des des Tisches, auf dem das das Grabtuch nun angebracht werden würde, kann man jetzt sehen, dass da Goldfolie aufgetragen worden war. Because two of our team members were from NASA, the Jet Propulsion Laboratory, they were able to bring this gold mylar with us. Denn zwei unserer Teammitglieder waren Teil der NASA, des Jet Propulsion Laboratory, und sie konnten diese Goldfolie mitbringen. Once we unpacked the table, we found there was a white powdery corrosion on the surface of the metal. And because they anticipated this, they brought that gold mylar with them. Als wir nämlich das Tuch von der Platte nahmen, auf dem es war, entdeckten wir dort ein Puder, ein weißes Pulver von der Korrosion. Und damit wurde gerechnet. Deswegen hatten wir diese Goldfolie dabei. And each panel had to be covered. Each removable panel had to be covered, as you'll see. Und jeder Einzelteil des Tisches musste so, oder der Platte musste einzeln entfernt werden. Das werden wir sehen. And here, the shroud is already revealed, and you can see we had not yet finished covering the last few panels of the table. Hier wird das Grabtuch bereits abgedeckt, obwohl wir noch gar nicht damit fertig waren, die Platte mit der Goldfolie zu bedecken. That gold mylar is the same that you've seen in the cargo bay of the space shuttle and on satellites. Diese Goldfolie ist dieselbe, die man jeweils bei den Space Shuttles und auf Satelliten beobachten kann. And this was our absolute first look at the Shroud of Turin. Und hier konnten wir uns das allererste Mal das Grabtuch persönlich ansehen. And here you can see the shroud was attached to a piece of painted wood for public display. Für die öffentliche Ausstellung war das Grabtuch auf ein angemaltes Stück Holz aufgebracht gewesen. And here again you can see that we had not yet finished covering the panels. Und hier sieht man nochmal, dass wir noch gar nicht damit fertig gewesen waren, die Goldfolie aufzutragen. Once the shroud was revealed to us, they then had to remove it from the wood where it had been fastened using thumbtacks. Sie mussten dann damit anfangen, das Grabtuch loszulösen von diesem Holzbrett, wo es mit Reißnägeln angebracht gewesen war.
And once the thumbtacks were removed, we could then transfer the shroud onto our table, which, as you can see, could be rotated horizontally or vertically. Nachdem dann eben die Reißnägel entfernt worden waren, brachten wir das Tuch auf unserem Tisch auf und dieser Tisch konnte sowohl horizontal als auch vertikal bewegt werden, wie Sie sehen können. And here the shroud is finally on the table and the white objects around the edge are the magnets that held it in place. Schließlich war das Tuch auf unserem Tisch angebracht. Die weißen Streifen, die auf der Seite zu sehen sind, sind die Magnete, die es festhalten. And the reason the magnets are white is they were coated with Teflon, so they would leave no residue of metal particles on the cloth. Der Grund dafür, dass die Magnete weiß sind, war, dass sie mit dass sie eine Hülle aus Teflon hatten. Denn wir wollten sicherstellen, dass auf gar keinen Fall metallische Rückstände auf dem Tuch zurückbleiben würden. And before the STIRP team began, the team from Italy went first. Und bevor nun das Team von STIRP anfangen konnte, kam zuerst das Team von Italien. And the first person to start the examination was Max Frey from Switzerland. Max Frey aus der Schweiz war der Erste, der sich um das Tuch kümmert. Max was a criminalist who gathered evidence at crime scenes and pioneered the use of sticky tape to lift debris from the surface of a crime scene victim. Max Frey war ein Kriminalist, der normalerweise an Tatorten arbeitete, wo er als Pionier auf diesem Gebiet mit Klebstreifen begonnen hatte, Spuren auf normalerweise Leichen loszulösen. We were a little concerned because Max was putting considerable pressure on that old piece of cloth. Wir machen uns einige Sorgen, denn Max drückte ganz schön heftig auf dieses Stück Tuch. The STIRP team also had a tape sampling experiment, but we went to 3M and they made a special tape for our use on the shroud. Auch das STIRP team hatte vor, mit Klebestreifen zu arbeiten, aber wir waren extra zuvor zu 3M gegangen und hatten darum gebeten, dass ein spezielles Klebeband für uns hergestellt würde. The tape was designed not to leave any sticky residue from the gum on the surface of the shroud. Es war ein Klebstreifen, der extra dazu hergestellt wurde, dass keine Rückstände auf dem Grabtuch zurücklassen würde, keine Gummirückstände von Kleber. And I'll show you our system a little later in the program. Auch unser System werde ich Ihnen noch vorstellen, ein bisschen später. As Max was doing this, he then went to the face of the man of the shroud and was about to put the tape on the face. And John Jackson, one of our founders, stopped Max from putting tape on the face. Max war gerade dabei, anzufangen, Klebezweifel über das Gesicht auf dem Tuch aufzutragen. Und John Jackson, einer derjenigen, der unser Team gegründet hatte, hat ihn gerade noch aufgehalten. After about a 10-minute discussion, it was decided no one would put tape on the face of the man of the shroud. Nach ungefähr 10 Minuten Diskussion wurde entschieden, dass niemand Klebstreifen auf das Gesicht des Mannes auf dem Tuch kleben würde. And if it looks like they were ready to hit each other and the Professor Ganella in the middle was acting as a referee, that's exactly what happened. They were very upset. Und wenn es nur so aussieht, als wären die beiden im Begriff gewesen, einander zu schlagen und die Person in der Mitte, der Professor, als Schiedsrichter gehandelt hätte, so war es genau. After Max finished his work, the man on the right, Professor Rigi, was the head of the Italian research group, and then it was his turn to begin his tests. Max Frey war dann fertig mit seiner Arbeit und dann war es an Professor Rigi, dem Leiter des italienischen Teams, mit seiner Arbeit zu beginnen.
Professor Rigi was only given 2 weeks notice to design an experiment to so that he could go before the Americans. Professor Rigi hatte gerade mal 2 Wochen Zeit bekommen, vor dem Einsatz ein Experiment vorzubereiten und vor dem amerikanischen Team zu arbeiten. And Rigi decided that he would separate the shroud from the backing sheet that had been sewn onto it in 1534 by the Poor Clare sisters. Professor Rigi hatte sich entschieden, das Tuch loszulösen vom Tuch, das darunter angebracht worden war, von Schwestern im Jahr 1534. In 1534, the Poor Clare sisters repaired the cloth from the fire damage and sewed a backing sheet onto the cloth, so no one had seen the back of the shroud for 450 years. Das Grabtuch war damals in ein Feuer geraten und durch die Nonnen repariert worden. Das war, wie gesagt, 1534. Das bedeutete, dass niemand die Rückansicht des Grabtuchs gesehen hatte während 450 Jahren. So, here they're separating a small portion of the shroud from the backing sheet so they can insert an endoscopic camera or a vacuum. Hier wird ein kleines Stück vom hinteren Teil, also von der vom angelegten hinteren Teil entfernt, damit eine endoskopische Kamera eingeführt werden konnte. And this is that moment, the first look at the backside of the actual shroud in 450 years. Und hier ist er, der Moment, in dem zum ersten Mal seit 450 Jahren ein Blick auf die Rückseite des Grabtuchs geworfen wird. On the left is chemist Ray Rogers, in the middle, John Jackson, and on the right, Professor Rigi. Ganz links ist der Chemiker Ray Rogers, in der Mitte ist Professor Jackson und dann sieht man noch Herrn Professor Rigi. And in case you don't know, Ray Rogers was from Los Alamos National Laboratory. Ray Rogers, falls Sie das nicht wissen, ist vom Los Alamos Laboratory. Here Rigi is putting something between the shroud and the backing cloth to keep them separate so he could insert his camera. Hier führt Professor Rigi etwas ein zwischen die beiden Lagen, also zwischen der Lage hinter dem Grabtuch und das Grabtuch selbst, damit er dann Instrumente einführen konnte. And here you can see the vacuum that he used, and in the handle were sterile filters so he could vacuum one area and know exactly where it came from. Das hier sieht man den Staubsauger, der dann eingeführt wurde, und da waren sterilisierte Filter angebracht, damit er Stück für Stück beobachten konnte oder sicherstellen konnte zu wissen, wo gesaugt worden war. Yeah, he changed the filter for every different area that he looked at so he could keep the material isolated. Er sorgte dafür, dass immer wieder der Filter ausgewechselt wurde für jedes Stück, das er untersucht hat, damit das danach noch nachvollziehbar war. He also was using an endoscopic camera, which was not very refined in 1978. Er benutzte auch eine endoskopische Kamera, die damals noch nicht sehr raffiniert war, 1978. He inserted the camera between the backing sheet and the shroud, and then he turned on the focusing lamp of the camera. Er führte diese Kamera dann ein zwischen diese beiden Tücher und schaltete die Fokuslampe an. Because the camera could only see a circular image approximately 10 centimeters in diameter, he made a grid of string with 10 centimeter squares. Weil mit der Kamera nur jeweils circa 10 cm, ein Kreis von etwa 10 cm Durchmesser gesehen werden konnte,
hat er ein Netz hergestellt aus Fäden, mit, wodurch Karos von circa 10 Zentimetern oder genau 10 Zentimetern gebildet wurde. And this allowed him to turn on the focusing lamp and know exactly where on the shroud he was looking at the back of. Dadurch konnte er jeweils die Fokuslampe anmachen und genau wissen, wo auf dem Tuch er sich gerade befand. This is the well-known blood stain on the forehead, and you can see that it soaked into the cloth and added density when light was passed through the cloth. Hier sieht man den berühmten Blutfleck auf der Stirn des Mannes auf dem Tuch und man sieht, dass durch das Blut Dichte hinzugekommen ist, dass man, was man sehr schön sieht, wenn das Licht durch das Tuch durchgeht. This image shows that when the blood soaked into the cloth, it added density with light passing through it. Wie gesagt, sieht man dadurch, dass das Blut ins Tuch eingeflossen ist, dass dadurch mehr Dichte entstanden ist, was durch die Lampe erkennbar wird. If in fact the shroud had been painted, we would then be able to see added density in the image where the paint had been applied, just like we're seeing with the blood here. Wäre das Bild des Mannes ein Gemälde, dann würde man diese zusätzliche Dichte auch an anderen Stellen erkennen, wie man das hier sieht, weil eben die Farbe dann ins Tuch eingegangen wäre. It was at that moment that they asked me to photograph the entire shroud with light passing through it, transmitted light. Ich wurde zu diesem Zeitpunkt dann gebeten, das ganze Tuch zu fotografieren, während Licht durch das Tuch hindurchstrahlte. And this is the first scientific evidence from this photograph proving that nothing was added to the shroud to create the image. Das war dann der erste wissenschaftliche Beweis dafür, dass nichts zum Tuch hinzugefügt wurde, um das Bild herzustellen. You can clearly see the blood stains from the spear wound on the hands and arms. You can see water stains, but no image is visible with transmitted light. Man sieht hier sehr gut die Blutflecken, die es gegeben hat von den Speerwunden an den Armen und an den Händen. Und man sieht auch Wasserflecken, aber kein Bild, kein Abbild ist zu erkennen, wenn Licht durch das Tuch fällt. And this is the first visual evidence we have showing that nothing was added to the cloth to create the image. Das war also der erste visuelle Beweis dafür, dass nicht zum Tuch hinzugefügt worden war, um das Bild zu erstellen. Now here you'll see the transmitted light, and now I've superimposed the image of the shroud. Gerade hat man das Bild gesehen mit dem nicht durchfluteten Tuch, und hier habe ich das Negativ darüber gelegt. So you can see that there is no paint or pigment added, or we would see the added density like we do with the blood and water stains. Man kann also sehen, dass keine Farbe aufgetragen wurde, keine Pigmente aufgetragen wurden, denn sonst könnte man das Bild auch sehen, wenn das Licht durch das Tuch fließt, aufgrund der höheren Dichte. Now, finally, the STIRP team was able to begin their own experiments. And because of time and because of the technology, rather than going into detail on every experiment, I'm showing you the instruments, and the labels tell you what experiments those instruments were for. Das STIRP-Team konnte dann schließlich damit beginnen, die Experimente, die es vorbereitet hat, durchzuführen, aber aus Zeitgründen und aufgrund der ganzen Technologie werde ich jetzt einfach die einzelnen Experimente zeigen, und dann sieht man jeweils auf den Instrumenten angeschrieben, wofür diese waren. I always laugh when I look at this photograph, because this massive spectral instrument today would be a small handheld device instead of something that had to be pushed around on a large cart.
Ich muss immer lachen, wenn ich dieses Bild von diesem Spektroskop sehe, denn heutzutage wäre das etwas, was man mit einer Hand rumtragen könnte. Damals musste das auf einem Wagen herumgekarrt werden. Today, the spectral analysis would be connected to a computer, but in 1978, we didn't have the computers. So that's a chart recorder here in the foreground, and that's where the data was recorded onto the chart recorder. Heutzutage würde man Spektroanalyse mit Hilfe eines Computers machen, beziehungsweise die Darstellung der Daten würde so gemacht werden, aber das war natürlich 1978 noch nicht möglich. At this moment in history, that was the most sophisticated spectral analytical instrument that was available anywhere in the world. Damals war das State of the Art, das Beste vom Besten, was die Spektroanalyse zu bieten hatte. This is the low power X-ray that was used on the shroud. Mit diesem Instrument wurden Röntgenaufnahmen gemacht mit sehr wenig Energie am Grabtuch. And that instrument is the reason that the Italian customs seized and kept our equipment. Dieses Instrument war der Grund dafür gewesen, dass unser ganzes Material an Zoll hängen geblieben war. Because it was in a crate and it's an X-ray machine, they had to put a radiation sticker on the outside of the box. Das Gerät befand sich nämlich in einer Kiste und weil darin ein Röntgengerät war, musste ein Strahlenkleber auf der Box angebracht werden. And because of that, the Italian customs people were so worried, they seized all of our equipment and wouldn't release it. And this is the instrument that created that problem. Aufgrund dieses Strahlenklebers war die Zollbehörde so beunruhigt, dass sie das ganze Material behalten hat, erstmal zurückgehalten hat und mich dadurch zu diesem ganzen Problem geführt hat. Normally, when we go to the dentist and he does an X-ray of our teeth, it takes 1 second to expose the X-ray. Normalerweise, wenn wir zum Zahnarzt gehen und er unsere Zähne röntgt, dann dauert das eine Sekunde und dann sehen wir das. But because we didn't want to create any harm for the shroud, because X-rays could be harmful, the X-ray exposures for this instrument were 20 minutes for each X-ray. Weil wir aber ganz sicher sein wollten, dass wir das Tuch durch die Röntgenaufnahmen nicht beschädigen würden, haben wir viel länger gebraucht. Wir haben jeweils jeden Teil des Tuches 20 Minuten den Röntgenstrahl exponiert. And because once we exposed our X-ray film, we couldn't bring it back to the United States without processing it, because it might be damaged by the X-ray machines in the airports. Und wir mussten das Ganze auch schon vor Ort entwickeln. Wir konnten das nicht so zurücknehmen in die USA, denn durch die Strahlung am Flughafen könnten die Aufnahmen beschädigt werden. So in the end, we had to process the X-rays on site in the Royal Palace. Wir mussten die Aufnahmen also vor Ort im Palast dort entwickeln und anschauen. This is one of the actual X-rays. And the problem is, to process X-rays, you need two things. Hier sieht man eine Röntgenaufnahme. Das Problem dabei ist, dass man für die Entwicklung der Röntgenaufnahmen zwei Dinge braucht. You need a room that can be made dark, and you need a water supply. Man braucht erstens einen Dunkelraum und zweitens Wasser. And there was only one place in the Royal Palace close enough where we could process our film. Und es gab nur einen einzigen Ort in den ganzen Palast, der diese Bedingungen erfüllt. So every time they needed to process X-rays, they came in the room and asked if anyone needed to go to the bathroom. Das heißt, jedes Mal, wenn solche Bilder bearbeitet werden mussten, fragte jemand, muss noch jemand gerade zum Klo? Because for the next hour, it was not going to be a bathroom, it was going to be a dark room. Denn für eine Stunde nach dieser Frage war die Toilette ein Dunkelraum.
So as you can see, we had to be flexible and adapt to the situation at hand. Wir müssen also sehr flexibel sein, wie wir sehen können, und uns der Situation anpassen. We also did photomicroscopy, photographs through a microscope, and this is a wonderful wild microscope loaned to us by the manufacturer in Germany. Wir mussten auch Photomikroskopie-Aufnahmen herstellen, und das taten wir mit diesem Mikroskop, das uns netterweise von einer Firma in Deutschland zur Verfügung gestellt. And here you can see a photomicrograph of one of the blood stains on the shroud. Und hier sieht man eine photomikroskopische Aufnahme eines Blutfleckens auf dem Grabbild. And of course, because of our time limitation, I can't show all of them to you, but I'm trying to give you a sample and selection of all the different things that we did. Ich kann leider nicht alles zeigen, auch aus Zeitgründen. Darum versuche ich mich hier auf einige Beispiele und eine Auswahl der Dinge, die wir gemacht haben, zu beschränken. We also did ultraviolet fluorescence photography, which can reveal things not visible to the naked eye. Wir haben auch mit ultravioletten Fotografieaufnahmen gearbeitet, die Dinge zeigen können, die man von bloßem Auge nicht sieht. And this is an example of one of the ultraviolet fluorescent photographs showing the spear wound blood stain on the side. Und hier sieht man eine solche Aufnahme, wo man die Blutflecke erkennbar gemacht hat, die aufgrund der Speerwunden entstanden sind. And if you look closely around the edges of the blood stain, you'll see a lighter halo. Wenn man sich nun den Rand betrachtet des Blutfleckens, dann sieht man einen helleren Umriss darum herum. And this is only visible using ultraviolet fluorescence photography. Das wird nur dadurch sichtbar gemacht, dass man diese ultraviolette fluoreszierende Fotografie gemacht. I was also responsible for several other parts of the project. That I've already shown you reflected and transmitted light photographs. Ich war für andere Teile der Forschungsarbeit zuständig, wie ich es bereits gezeigt habe, mit Lichtreflexionen durch das Grabtuch hindurch. And here you can see that I'm using a large format 4x5-inch camera. I'm sorry, I can't convert easily to metric. Neither can I. wie man sieht, arbeite ich hier mit einer 4 bis 5 Zoll Bildkamera. Die Zoll kann ich leider nicht fassen. 8.9 cm. Dankeschön. One of my other responsibilities was to create maps where each researcher took his data from. Eine meiner weiteren Aufgaben war es, Pläne oder Karten herzustellen, mit denen die anderen Forscher arbeiten können, um ihre einzelnen Arbeiten zu verfolgen. And so we obtained small magnets that were also Teflon coated, so the researchers could put a magnet in place wherever they took data. Wir arbeiteten hier auch mit kleinen Magneten, die ebenfalls teflonisiert waren, damit die Wissenschaftler jeweils markieren konnten, wo sie gerade gearbeitet haben oder wo sie Daten entnommen hatten. Once we came back from Turin, I was able to spend about 2 months creating maps for each of the different experiments, and those maps are all available on shroud.com. Als wir dann aus Turin zurück waren, erlaubte mir das, ganze Karten herzustellen von den unterschiedlichen wissenschaftlichen Arbeiten, die wir gemacht hatten. Und all diese Karten oder Pläne sind ersichtlich auf shroud.com. So if you go to the website, you will find these maps along with descriptions of each of the data points, which I'm not showing in this image.
Wenn man also auf die Shroud.com-Webseite geht, kann man dort die ganzen Karten sich ansehen und die einzelnen Informationspunkte ablesen, auf die ich jetzt nicht weiter eingehen werde. Because I had to do this in the darkroom using the old analog technology, it took about 2 months to create 8 maps. Weil ich das damals in der Dunkelkammer machen musste mit analoger Technologie, dauerte es etwa 2 Monate, um 8 solche Karten herzustellen. Today I could do it in 2 days in Photoshop. Heute könnte ich das mit Photoshop in 2 Tagen erledigen. Now, I mentioned earlier that we too had a tape lifting experiment designed by the STIRP team. Ich habe ja schon vorhin erwähnt, dass auch wir mit Klebstreifen arbeiteten, die extra für das STIRP team entwickelt worden waren. Because Ray Rogers, the chemist from Los Alamos, wanted to control the amount of pressure applied, he designed this device that you see in the photograph. Weil Ray Rogers aus Los Angeles, also der Chemiker, verhindern wollte, dass zu viel Druck ausgeübt wurde auf das Tuch, hat er dieses Gerät entwickelt. We call this a torque applicator, and you can see there is a scale and a pointer so that when you apply pressure, you can control the amount of pressure you apply. Man nennt das einen Torque Applicator. Da ist eine Skala, ein Messgerät und eine Spitze, mit der die Klebestreifen aufgetragen werden können und zwar mit kontrolliertem Druck. They felt it was necessary to control it rather than using the thumb the way Max Fry did, which didn't allow for much consistency and control. Mit diesem Gerät war es viel einfacher, den Druck, der erzeugt wurde, zu kontrollieren, viel besser als mit dem Daumen, die Methode, die Max Fry angewendet hatte. Rogers also knew that if he took the tapes once he removed them from the shroud and stuck them onto the glass, anything caught in the tape would get pushed deeper into the gum of the tape. Herr Rogers wusste außerdem, dass wenn man den Klebstreifen mal vom Tuch weggenommen hatte und ihn auf Glas auftrug, dass dann durch den Druck die Spuren, die vom Tuch abgenommen worden waren, noch weiter in das Gummi auf dem Klebstreifen hineingedrückt werden würden. So he designed and had fabricated special well slides where the tape samples are only touching at the edges, and there's a few millimeters of space between the sticky surface and the glass. Deswegen hat Herr Rogers spezielle Platten entwickelt, die es erlauben, dass die Klebestreifen nur jeweils am Rand angebracht werden und dass ein Millimeter Zwischenraum war zwischen dem Glas an sich und dem klebrigen Material in der Mitte. And remember, we had to think of all this in advance and have it all fabricated and planned and shipped to Italy before we ever came ourselves. Und Sie müssen dabei immer bedenken, dass wir all das geplant haben und herstellen lassen mussten, bevor wir selbst nach Turin fuhren und dass dann das auch noch hatte rübergeschickt werden müssen. And I think this shows the level of thought that went into the experiments that were planned by the STIRP team. Ich denke, das zeigt, wie detailreich wir dieses STIRP-Unternehmen geplant hatten. And we did have a computer with us, sort of. Und wir hatten auch eine Art Computer dabei. This is a computer that this man had to build from a kit. Dieser Mann hier musste diesen Computer aufgrund eines Sets zusammenbauen. And I don't know what the red and blue switch is for, but it really looks nice. Ich weiß überhaupt nicht, wozu die blauen und roten Schalter gut sind, aber es sieht toll aus.
But he never could get it to do anything else besides this. Aber es geschah darauf nie etwas anderes als das hier. And this, by the way, below here, is an 8-inch floppy disk drive. Und das hier unten ist ein 8-Zoll floppy disk. Diskettenlaufwerk. And I think its maximum capacity was about 180 megabytes. Und ich glaube, die maximale Kapazität darauf war 180 Megabyte. So, unfortunately, we could never do anything. I don't know what the intention was for the computer, because he never could make it work. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wozu der Computer eigentlich hätte gut sein sollen, denn hat ihn nie zum Laufen gekriegt. And notice all that it took to make a single computer. Here we have a terminal, the computer, and a drive, probably 50 pounds worth of technology. Und sehen Sie sich nur mal an, was es alles gebraucht hat, einen einzigen Computer mitzunehmen, also den Bildschirm, den Computer, den Drive, insgesamt etwa 50 Pfund Material. And of course, today we have computers that we carry in our pocket with our telephone. Und heutzutage haben wir Computer, die wir in unserer Hosentasche mit uns rumtragen, nämlich unsere Telefone. So, I'm going to let you go ahead and read this, Regina. Right. Nach der Rückkehr der SERP in die USA wurden 3 Jahre lang Resultate ausgewertet, niedergeschrieben und in wissenschaftlichen Zeitschriften veröffentlicht. Die Arbeit der Gruppe wird bis heute als Basis für weitere Forschungen am Grabtuch verwendet. Obwohl die Antwort darauf, wie das Bild entstanden ist, nicht gefunden wurde, konnten durch die Arbeit der Gruppe mehrere Theorien aus der Vergangenheit verworfen werden. Sie bewies, dass das Grabtuch kein Gemälde, kein Brandfleck und keine Fotografie ist. So, in the end, we really couldn't answer the single question that we went to ask how the image was formed. Letzten Endes konnten wir unsere ursprüngliche einzige Frage nicht beantworten, nämlich wie das Bild entstanden ist. However, in the end, we could tell you what it's not, but we couldn't tell you how the image itself was made. Aber wir konnten zumindest sagen, was es nicht war, auch wenn wir nicht sagen konnten, wie das Bild entstanden ist oder worauf es gemacht war. In 1981, STERP completed their work and submitted all their work to peer-reviewed scientific journals where the work was published at that time. 1981 beendete das STERP-Team seine Arbeit und übergab es an wissenschaftliche Zeitschriften, wo das damals veröffentlicht wurde. And this is a summary of the conclusions after all that work and all those years. This is the summary of our conclusions. Und das ist die Zusammenfassung dessen, was wir erforscht haben und herausgefunden haben. Die Antwort darauf, wie oder wodurch das Bild entstanden ist, bleibt ein Mysterium. Was bekannt ist, das Bild ist das eines Mannes, der Verbrennungen aufweist und gekreuzigt wurde. Es ist kein Werk eines Künstlers. Die Blutflecke bestehen aus Hämoglobin und sind positiv auf Serum Albumin getestet. Das Bild bleibt weiterhin ein Mysterium und bis weitere chemische Studien gemacht werden, vielleicht durch dieselbe Forschungsgruppe, bleibt das Problem ungelöst. It's in my opinion, it's very ironic that we can tell you what it's not, but we can't tell you what it is. Meines Erachtens ist es schon irgendwie ironisch, dass wir zwar sagen können, was es nicht ist, aber nicht, was es ist. And so that brings us to the end of what I have to tell you is the shortest story I've ever told about the Shroud. Und nun sind wir damit am Ende angekommen, der kürzesten Geschichte, wie ich sagen muss, die ich je über das Radtuch erzählt habe. And I think we still have a few minutes left. And if there's the possibility to answer some questions, I'd be happy to do so. Und ich glaube, wir haben noch ein paar Minuten, deswegen ich gerne Fragen entgegennehme, falls es welche gibt. So, I'm going to put my, there we go.
sie Fragen hat, wenn sie eine schwarze Stelle hat. Do we have some time for some questions? Yes, we do. Three more, please. Thank you, Mr. Kalape. Vielen Dank, Herr Schwarz. Sie haben uns jetzt ja vor allem von der Forschung vor 40 Jahren erzählt. Was hat sich für Sie vor allem verändert? Ich denke, Sie sind dran geblieben und wahrnehmen, was die Wissenschaft hier ergeben hat. Was hat Sie am meisten beeindruckt in den letzten 40 Jahren Forschung? Well, thank you very much, Barry, for your presentation. Now, you've presented us with what you found out 40 years ago, mainly. Now, my question would be, I assume, or I'm sure that you stayed tuned with regards to science, with regards to the Shroud. What were you most impressed with scientifically in the past 40 years? Well, being a photographer by profession, there is nothing more important to me than the image that's on that cloth. Als Fotograf ist mir nichts wichtiger als das Bild an sich auf diesem Grabtuch. Remembering that I spent more than 50 years creating images, and yet here's an image that we could study, but we have no idea what mechanism can create an image with these properties. So the answer to this question is very simple, the image. Denken Sie daran, dass ich über 50 Jahre damit verbracht habe, Bilder zu erschaffen. Und hier ist ein bereits geschaffenes Bild und wir haben keinen Mechanismus gefunden, um herauszufinden, wodurch das Bild an sich entstanden ist. Deswegen muss ich sagen, das Beeindruckendste für mich ist das Bild selbst. And today, people can make copies that look like the Shroud. Many skeptics have done this, as I'm sure you know. Heutzutage können Kopien des Grabtuchs erstellt werden, die genau so aussehen. Das wissen Sie bestimmt, das haben einige Skeptiker getan. And over the last 40 years, I have looked at every opportunity that someone has made a copy or a duplicate, and not one person has created an image with the same chemical and physical properties that were documented on the Shroud. Über die letzten 40 Jahre habe ich mir, wenn immer es möglich war, diese Kopien und Duplikate angesehen und es hat niemand hatte es geschafft, ein Duplikat herzustellen, das dieselben chemischen und physikalischen Eigenschaften hatte wie das Original. And I think that answers that question. Any other questions? Danke, das war die Antwort. Noch weitere Fragen? Yes. Thank you very much, Mr. Schwartz, for this wonderful lecture. I'm interested in what you would have to say about Segundo Pia, who in 1898 did the photograph of the Shroud, and his reaction to the negative turning into a positive. Yeah. Has there been any explanation about that process? Because he himself was just so astounded. And since I'm a layperson in this field, I don't understand if that's again reproducible or has it remained a phenomenon? Well, because we don't know the accurate mechanism that created the Shroud, it's very difficult to be able to answer that in great detail. One of the frustrations that we have today is that, you know, any of us that are older, middle-aged, we know what photographic film is. We know what a photographic negative is. But when you speak to a young person, I had a young 10-year-old asked me if film was a USB device. Also die Frage war, ob etwas
ob das noch damals gemacht worden war, nachdem Skondopia dieses Foto gemacht hatte, 1898, und dann diese Überraschung über das Negativ und das Positiv, ob das etwas ist, was noch reproduziert werden konnte von damals. Und die Antwort war, da man so wenig weiß über den Mechanismus, wie das Bild auf dem Grabtuch produziert wurde, ist es schwierig darauf, eine detaillierte Antwort zu geben. Und einer der Gründe für die Frustration heute ist, dass wir, die etwas älter sind, natürlich noch genau wissen, wie Fotografie mit Film funktioniert und was ein Negativ überhaupt ist. Wohingegen junge Menschen heutzutage, wenn ich zum Beispiel hatte ich mal einen 10-Jährigen, der mich gefragt hat, ob denn Film ein USB-Gerät sei. So that unique property of the shroud, where it's like a photographic negative, in the future it will be harder and harder to explain this to younger people, because they don't know what film is or what a photographic negative is. In Zukunft wird es also immer schwieriger werden, diese Einzigart dieses Grabtuchs überhaupt zu erklären, nämlich das mit dem Negativ. Denn in Zukunft werden junge Menschen nicht mal mehr verstehen, was Film oder Negativ überhaupt ist. So when I speak to younger groups, I try and explain that a photographic negative records the inverse of what our eyes see. So things that are light become dark, and things that are dark become light. It inverts the densities of the image. Wenn ich also mit jüngerem Publikum zu tun habe, dann versuche ich immer zu erklären, was ein Negativ überhaupt ist, dass nämlich hell und dunkel umgekehrt wird, dass diese Dichtigkeiten umgekehrt werden. But when Secundo Pia first saw that, he said that he almost dropped the glass plate because he was looking into the face of the Lord. Those were his words from his written work. Aber als Secondo Pia zum ersten Mal dieses Bild gesehen hat, ist überliefert, dass er gesagt hat, er hätte fast das Glas fallen lassen, weil er so überrascht gewesen war, dass er ins Gesicht Gottes geschaut hat. So Secundo Pia had the privilege of being the first person to observe that quality of the shroud's image. Secondo Pia hatte also das Privileg, der erste Mensch gewesen zu sein, diese Qualität des Grabtuchs zu sehen. So I'm greatly honored that I was given the opportunity 100 years later to follow in the footsteps of Secundo Pia. Es war mir also eine außerordentliche Ehre, 100 Jahre später in den Fußstapfen von Secondo Pia gehen zu dürfen. I hope that's a good answer. Vielen Dank, Derek. Der Titel heute heißt 40 Jahre Wissenschaft am Grabtuch. Seit 40 Jahren sind Sie beschäftigt mit dem. Was sind die Gründe, dass Sie da nicht nachgelassen haben und immer noch an der Forschung so interessiert sind? Now, thank you very much for your presentation. Today's title was 40 Years of Science of the Shroud. Now, 40 years you've been working on this. What was the reason for which you worked so relentlessly and never lost interest in the shroud? That's a good question. Eine gute Frage. You know, I'm Jewish, and when they first asked me to be on the team, I said no, because I didn't know or feel that I should be a part of this. Als ich erstmal gefragt wurde, ob ich Teil des Teams sein wolle, sagte ich nein, denn ich hatte das Gefühl, ich sollte kein Teil davon sein. But Don Lin of the Jet Propulsion Lab reminded me very quickly that the man on the shroud is also Jewish. Aber Don Lin vom Jet Propulsion Lab erinnerte mich sehr schnell daran, dass der Mann auf dem Tuch ebenfalls Jude war. So I have had the great privilege to participate in something that was very moving, and I felt that it was a great privilege to be on that team. Ich hatte also das große Privileg, Teil etwas sehr Bewegenden zu sein. Es war für mich ein großes Privileg, Teil des Teams zu sein.
And with that privilege came a responsibility. Und mit diesem Privileg ging auch eine Verantwortung einher. And so I always felt, even after the STIRP team finished their formal work, I never felt that I was finished. Und auch nachdem das STIRP team die Arbeit formell niedergelegt hatte, hatte ich nicht das Gefühl, meine Arbeit sei zu Ende. So in 1996, I built Shroud.com, which is now the largest, oldest, and most extensive resource of Shroud information on the internet. 1996 habe ich deswegen Shroud.com geschaffen, was nun die größte, älteste und weitreichendste Quelle an Informationen über das Grabtuch im Internet ist. People have made a comment to me that we are actually number one organic search result on Google if you search on Shroud of Turin. Ich wurde darauf hingewiesen, dass wir das erste Suchergebnis sind, wenn man nach dem Grabtuch sucht online. And I have to remind everyone that we're 2 years older than Google. We started in 1996. Und dann erinnere ich Leute immer daran, dass wir 2 Jahre älter sind als Google. Wir uns gibt es seit 1996. And so actually the end of the answer to that question is that the website is the fulfillment of the obligation I felt for the privilege of being on that team. Die Antwort auf die Frage kann so zusammengefasst werden, dass die Webseite eigentlich die Erfüllung meiner Verantwortung ist, die einherging mit dem Privileg, Teil des Teams zu sein. You go to our website, you'll find no advertising. We do not monetize our visitors. We do not track our visitors. No cookies, no trackers. When you come to Shroud.com, you can study the Shroud without anyone pushing any particular ideas at you. Und wenn Sie unsere Website besuchen, dann sehen Sie, dass wir kein Geld daraus machen wollen. Wir verfolgen die Wege unserer Besucher nicht nach. Es gibt keine Cookies. Man kann einfach auf unsere Homepage kommen und sich das Grabtuch ansehen, ohne nachverfolgt zu werden. So I think that what I started off not even wanting to participate in has now become my life's work and my legacy. Was also damit begonnen hatte, dass ich gar nicht Teil des Teams sein wollte, hat damit geendet, dass es die Arbeit meines Lebens wurde und mein Erbe sein wird. I really believe that God wanted me on that team so that I could do the work that I have done over the last years. Ich glaube wirklich daran, dass Gott wollte, dass ich Teil des Teams bin, damit ich die Arbeit machen kann, die ich in den letzten Jahren gemacht habe. And who better than a Jewish guy who has no emotional attachment to the subject to become a spokesman for the science? You know, the skeptics cannot accuse me of having a Christian bias. Und wer würde das besser als ein Jude, der keine emotionalen Gefühle quasi hat zum Objekt selbst, sondern wir wissenschaftlich vorgehen kann? Skeptiker können wir absolut keine christliche Voreingenommenheit vorwerfen. And now, because I know most of the science, none of the skeptics want to debate the Shroud with me anymore. Und weil ich nur die ganzen wissenschaftlichen Hintergründe kenne, will auch kein Skeptiker mehr mit mir über das Grabtuch diskutieren. That actually makes me very proud to keep some of them quiet. Ich bin sehr stolz darauf, dass ich einige davon jetzt so wohl war. So, noch Fragen? Letzte Gelegenheit. Gut. Thank you, Barry, for your words, for your presentation. It was very exciting to follow you to the presentation. And I will thank you so much that it was possible that we can do this in this evening. And I will switch and when I talk longer, then it became my English.
And so okay. I will switch in German. Okay? One moment. I just want to say thank you for inviting me to your wonderful event. I wish you great success over the next 40 days that you'll be having your exhibition. And I want to thank Regina for being such a wonderful translator for me. Thank you very much. Guten Abend. Thank you. Bye, Barry. Bye-bye. Und trotzdem sind wir auch finanziell in der Unterstützung. Vielen Dank. Wenn wir gut rein und Gelegenheit hier da und Gelegenheit zum Reden, könnt ihr Gelegenheit benutzen. Und sonst wünsche ich euch allen einen schönen Abend, einen schönen Sonntag. Wenn wir gut rein und am nächsten Wochenende.